Shalom Aleichem. Jochevet, die Ima, die Mutter von Moshe Rabbeinu. In die Tage in Mitzrayim, es war beim Volk Israel ein Mann, der war ein sehr geehrter Mann. Sein Name war Amram, Sohn von Kehat, Sohn von Levi, Sohn von Jakob Avinu. Und er hat geheiratet eine sehr besondere Frau, sie war ein bisschen älter als ihm, Jochevet, die Tochter von Levi, obwohl sie war seine Tante, die Schwester von Kehat. Er hat sie geheiratet, weil damals war das noch nicht, es war noch nicht die Tora, es wurde noch nicht Gesetze gegeben auf dem Berg Sinai wie später, die Tora wurde nicht. Und die haben bekommen ein Mädel, eine Tochter, ein erstgeborene Mädel. Und weil es war so bitter und so merirut, schwierig in Volk Israel, in Mitzrayim, haben sie genannt ihre Mädel Miriam, um zu erinnern das Wort Mar-Yam, also bittere Meer und so weiter. Und dann nach 3 Jahren ist bei denen geboren ein Kind, der heißt Aaron. Aaron bedeutet wegwerfen, weil Paro kommt bald zu werfen alle Kinder auf den Boden. Und Jochevet war eine sehr besondere Frau. Jochevet wurde in dem Bauch von ihrer Mutter Adina schwanger geworden in Israel. Und sie ist geboren in Mitzrayim. Und nachdem es war so bitter in Mitzrayim und Jochevet und Amram wollten nicht miteinander sein, sie haben sich getrennt, geschieden. Und Miriam hat überzeugt, ihre Papa soll heiraten wieder die Mutter Jochevet. Und da ist geschah ein Wunder. Und über diese Wunder will ich erzählen. Nachdem Jochevet hat noch einmal geheiratet, ihre Ex-Mann, Machzir Grushato, bringt die Geschiedene zurück, steht geschrieben, sie war schon alt, aber Hashem hat sie eine Wunder gemacht. Die Falten sind weg, der Körper hat bekommen so eine Erfrischung von einem jungen Mädel und sie ist geworden hübsch. Und Jochevet ist geboren in Mitzrayim, so wie steht geschrieben im 4. Buch Mosche, Kapitel 26, Pasuk 59. Sie ist nicht die Einzige, die spät geheiratet und Wunder bekommen, dass sie wirklich eine neue Hübschheit, Schönheit bekommen, ein Comeback. Es waren auch die Töchter von Zlafchad, die 5 Töchter von Zlafchad, die haben auch ganz spät geheiratet, über 40, 45 sogar. Und Hashem hat sie auch dem Wunder gemacht. Und darüber will ich eine kurze Gedanke sagen. Warum musste Jochevet in Israel schwanger werden und in Mitzrayim in der Welt zu bekommen? Was ist der Unterschied zwischen Eretz Israel und Eretz Mitzrayim? In Eretz Israel Hashem ist präsent. Regen kommt in Israel nur von Gott. Regen im Ausland kommt von Engel, von Sarim, von Malachim durch Vermittler. Warum? Weil in Eretz Israel muss man die Augen aufheben in Himmel. Mitzrayim war gesegnet aus Grund von 2 Tzadikim, Jakob Avinu und Yosef. Und sogar Yosef war auch beerdigt in Mitzrayim. Und Jochevet hat gebracht in der Welt so ein großer Tzadik, Moshe Rabbeinu. Weil so ein Tzadik kommt wirklich durch ein Ness, weil Moshe Rabbeinu ist auch derjenige, der schafft die Jiden von Mitzrayim zurück nach Eretz Israel. Hashem soll helfen, dass diese besondere Frau Jochevet, wo ihr Name ist Yud Vav, dem Anfang von dem Teil von Namen von Hashem, und dass sie hat gebracht in der Welt so einen großen, besonderen Mensch wie Moshe Rabbeinu. Und es gibt so eine Tradition, ich war dort einmal in Israel, in Tveria, es gibt dort ein Grab und man glaubt, dass dieser Grab ist auch dem Ort, wo liegt Jochevet, die Mutter von Moshe. Ob es stimmt, ob sie es wirklich dort beerdigt, weiß ich nicht.
Weil manche sagen, dass sie in die Wüste weg. Aber you never know. Schkoja, gut Schabes, bleib gesund und stark.